Herzlich willkommen auf dem Marsch. Wir starten heute durch. Wir verkaufen Silage. Wir werden auch die BGA kaufen, wenn es geht. Die Süd. Ansonsten werden wir anfangen mit Gras aussehen. Im Grunde geht Season aktuell nicht auf dem Marsch. Da muss noch einiges gemacht werden. Das genau weiß ich auch nicht. Wir werden aber was vorbereiten. Wir werden Gras aussehen. Und zwar aus dem Grund, weil Gras würde auch bleiben, wenn zum Beispiel Season kommt. Denke ich mal. Wenn nicht, ist es dann nur voll Pech. Traktor ist soweit repariert. Ist aufs Gewicht. Mal eine Sämaschine holen. Ändern wir gleich um. Ach, wir haben schon Gras. Passt. Dann fahren wir erstmal auf Feld 2. So. Ich habe mal endlich Urlaub. Hat euch auch Season gefreut? Gut, das ist mal so, dass es nicht gleich klappt. Andere Karten müssen aufbereitet werden. Bloß hier gibt es einen Totalabsturz. Und das wäre ja, ist ja im ganzen, im großen Ganzen schlecht. Also, was heißt das für uns? Weitermachen. In der Hoffnung, dass Season noch kommt. Also Season ready gemacht wird. Wenn es nicht ready gemacht wird, dann kommt Plan B. Aber wie gesagt, auch andere Karten sind noch nicht fertig. Und deswegen ist es da unsinnig zu überlegen. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Aktuell ist er mal unterwegs Richtung Farmcom. Ja, wenn die Folge kommt, müsste er jetzt zu Hause sein. Aber ansonsten denke ich mal, der bekommt es aber auch relativ schnell hin. Halt Geduld haben. Alles in der Freizeit gemacht wird und dann wollen wir nicht zu früh drängeln. Gefragt haben viele, ob ihr das macht. Ich habe noch keine Antwort gelesen. Natürlich nicht. Aber ich denke mal, wird darüber drüber nachdenken und dann irgendwann wird da was kommen. Kann man nur hoffen. Wäre ja aber schade. Ja, das ist schlecht. Gut, es klappt trotzdem. Ja, unsere Sonnenblumen. Die könnten wir theoretisch verkaufen fahren. Theoretisch. Werden wir auch tun. Mal sehen, was wir so kriegen dafür. Hier werden wir pflügen, aber der Flug ist ja. Traktor ist jetzt ein Flug nicht dran. Ah ja, na, mal sehen. Da muss ich überlegen. Habe ich da noch einen Traktor übrig? Einen guten, schweren? Wir machen den immer voll und dann mal gucken hier. Da ist der kleine Traktor. Oder wird den auch ziehen? Nur halt umrüsten. Der geht dafür auch. Der geht dafür auch. Kühe haben genug zu fressen jetzt aktuell. Sag ich mal so, ne? Kurze Kontrolle, kann ich schauen.
Also Wasser ist gut gefüllt, drei Viertel, naja, ein bisschen mehr wie die Hälfte. Futter ist genug da. Das passt schon. Milch haben wir auch genug. Das heißt, wir können mal welche kaufen. Den tanken wir mal voll. Gewicht vorne ran. Ist dran, ist gut. Kurz bisschen aufrüsten, ne? Kurz reparieren. Und dann haben wir Breitreifen und Gewicht haben wir dran. So machen wir das. Wieder zu 280 PS. Und dann hat er ein paar mehr PS. So, jetzt haben wir unseren Universalflug. Flügelmauerfeld 1. Sonnenblumen drin gewesen, muss gepflügt werden. Bin ich hell genug? Ja. Brauchen kein extra Licht. So, gleich rüber auf Feld 1. Das muss gepflügt werden. Nach Sonnenblumen wird gepflügt, nach Mais auch. Da werden wir gleich die Ecke machen wir gleich selber. Da hängt er dann so fest. Bremse gerutscht auf dem Gaspedal. So, ein bisschen mal links rüberfahren. Die Ecke mitnehmen. Der Zaun ist eine Herausforderung, besonders die Ecke. Die Ecke, da bleibt man die meisten Maschinen hängen. Also Kurzplay hat dann meist Probleme. So, haben wir einen Anfang gemacht. Jetzt fahren wir mal ganz kurz rechts rum und fahren zurück und dann starten wir ein Programm zum Pflügen. Bei der Thüringen-Karte, da funktioniert Kursplay, aber das Problem ist, ich bin noch nicht fertig. Ich muss dann mindestens noch abernten. Und das dauert noch eine Weile. Es kann sein, dass ich, wenn ich es schaffe, sofort speichern, raus, aktivieren und dann starten. Aber dann rechne ich mit 4, 5 Folgen auf jeden Fall, damit wir da hinkommen. Weil das Ernten dauert auch ein bisschen länger. Und auch größere Felder. Aber hier machen wir gerade mal Gras rein. Und dann werden wir schön Silageball machen. Dann kaufen wir uns ein paar Felder, um so gleich voll starten zu können.
Junge, da in die Ecke will ich rein. Ich hatte auch erst kurz überlegt gehabt, ob ich zu fahren kommen fahre. Aber das ist mir doch ein bisschen zu weit. 800 Kilometer. Weil ich heute noch arbeiten musste, hätte ich heute Nacht oder morgen früh fahren müssen. Und das sind ungefähr 10 Stunden. Und dann den ganzen Tag. Na, nee, das liegt nicht. Ist ein bisschen stressig. So. Ackerarbeit. Kursgenerierung. Ich habe aktuell einen neuen Cosplay. Version drauf. Hoffen wir, dass gut geht. Version 53, also 02, schon sehr weit fortgeschritten. Bin mal gespannt. Also ein Grund für den Absturz soll sein, dass Objekte aus dem LR17 drin sein. Hier sind einige Objekte aus LR17, soweit ich weiß. Und zwar bestimmt Gebäude. Bäume denke ich mal nicht. Denke ich mal, dass keine Bäume dabei sind. Wüsste ich jetzt nicht. So, wir sehen aus. Silage. Silage muss man auskippen. Und da schauen wir mal gleich nach den Sonnenblumen. Auch leer. Wo wollte ich nicht hin? Quatsch. Eine Taste weiter, Junge. Schneidwerk werden wir wieder auflegen auf den Wagen. Klappen mal ein. Muss ich mal gucken, wie wir am besten hinfahren. Ganz gut aus. Und hier ist das so. Hier musst du viel Glück haben. Dass er auch liegen bleibt. Erstmal ist er mir runtergefahren und so sieht, er liegt nicht optimal drauf, ne? Oder ob der andersrum soll normalerweise, ich weiß es nicht. Wäre auch nicht so wäre Blödsinn, ne? Oder? Schreibt doch mal rein in die Kommentare. Vielleicht hat einer die Erfahrung schon gemacht. Wenn wir Glück haben, fällt er nicht runter, wenn wir Pech haben, fällt er runter. Weil er lässt sich nicht festmachen. Ich fahre mal zum Hof, Reparatur und waschen. Die Kurve darf nicht so schnell fahren. Natürlich könnten auch Texturen von den Früchten sein, dass sie Probleme bereiten. Oder die Früchte an sich, die es noch nicht gibt. Auf dem 19er. Das weiß ich nicht. Nur Spekulation. Was ich gehört habe, ist, dass die Texturen von LR17 nicht hinhauen. So, und ob das wiederum stimmt, das weiß ich auch nicht. Das ist mal eine Behauptung.
Ich kann das nicht prüfen, also ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es schon in einigen Foren einige Vorschläge. Da ist der jetzt da lang gefahren und hängt fest, ne? Das ist typisch. Mal schnell beeilen. Kurz rüber hüpfen hier. Ich bin auch sportlich. Ups. Lasst mich mal ran da. Der fährt morgen noch. Das ist ja leider, ist halt ja so, das ist ja. Also Cosplay kennt ja die Feldgrenzen und nicht dergleichen, was da noch dran steht. So. Schauen wir mal. Wer jetzt auch die Kurve kriegt. Ja, warum nicht, ne? Betrauen wir darauf. Wir wollten Gras mähen. Ah ja, er kommt klar. Müssen wir. Ups. Wir besser hinten umgefahren, auf Straße. Tanken müssen wir nicht. War ein bisschen daneben. Ich habe die gemacht, ich kann ihn schweben lassen. So, auch noch ein bisschen. So, ich nehme dich ran. Und einsteigen. Bin jetzt bei aktuell 200.000. In der Nacht werden wir was kriegen, das ist ein Geld. Bisschen. Muss mal ein bisschen reingehen. Sehen wir ja nichts. Ja, das haben wir gedacht. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Ansonsten würde ich ganz gerne euch wiedersehen zur nächsten Folge. Dann sag ich mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, bis dann. Ciao.